Na, ihr Zauberschön, heute ist schon wieder Freitag und ich kann euch wieder ein paar Neuheiten zeigen. Wieder nur einen kleinen Teil, den Rest findet ihr dann in dem unten genannten Link. Aber das wisst ihr ja schon, ich erzähle euch ja eigentlich nichts Neues, dass es dort immer noch viel mehr zu entdecken gibt. Und da ich euch heute wieder etwas weniger zeige, basteln wir natürlich wieder was zusammen. Ich habe mir was Schnelles überlegt, habe auch schon ein bisschen was vorbereitet. Nur jetzt schnell mal zurechtgeschnitten und gestanzt, dass wir den Rest dann quasi zusammen machen. Und zwar habe ich für euch wieder bildschönes Designerpapier. Zum einen, Moment, erstmal richtig rumdrehen. Wunderschöne Schmetterlinge. Die wollte ich dann gleich mit euch nutzen. Da hätte ich vielleicht schon mal vorher was ausschneiden können. Das sind rosa Schmetterlinge. Dann einmal richtig schicke Blümchen. Die sehen so aus. Das ist Rosa Frühling 1. Und dann haben wir hier noch eine andere Variante. Und das ist dann Rosa Frühling 2. Auch bildhübsch. Sehr schön. Richtig klasse. Wie gesagt, Schmetterlinge kommen dann gleich zum Einsatz. Die lege ich mir schon mal beiseite. Und dann habe ich noch ein Stempelset für euch. Und zwar dieses hier. Das nutzen wir dann auch gleich. Richtig schöne Herzen mit Motiven drin. Ne, ihr seht, das Herz ist komplett ausgefüllt und dann, was nicht ausgefüllt ist, ist quasi die Blume hier in verschiedenen Ausführungen. Hier ein paar Gräser. Also sehr schön. Hier unten habt ihr sogar ein volles Herz. Da könnt ihr euch die dann noch theoretisch reinstempeln, rein embossen, je nachdem. Richtig, richtig schön. Ich habe mir noch keins ausgesucht. Entweder das oder das. Werde ich dann gleich mal gucken, was mir gefällt. Und das nennt sich Steffis Blumenherzen. Genau. Und das nehme ich mir auch gleich raus. Denn vorbereitet einmal Kartenrolling und einmal einen Aufleger. Den habe ich mir ausgestanzt aus den. Moment, ich habe es extra hier liegen lassen, damit ich es euch zeigen kann. Ich packe es euch trotzdem unten in die Infobox aus diesen Krealis-Stanzen, die so ein bisschen, beziehungsweise es ist Büttenrand und dann aber auch nochmal gestrichelt. Und das war die drittgrößte. Genau. Und ein Kartenrolling, das Maß findet ihr auch unten in der Infobox. Jetzt kriege ich die Stempelchen hier nicht raus. So, jetzt aber. Und da möchte ich einfach mir jetzt eins aussuchen, das hier hinstempeln. Vielleicht mal unten links statt unten rechts. Man kann es auch direkt in die Mitte machen. Das ist auch eine schöne Idee. Das ist eigentlich auch eine schöne Idee. Wir machen es direkt in die Mitte vielleicht. Und dann die Schmetterlinge außenrum. So wieder als Schwarm vielleicht wäre eine Idee. Oder halt in die Ecke, ne? Und dann trotzdem so ein bisschen drumherum. Also je nachdem, wie es euch am besten gefällt. Ich nehme mal das mit den mehreren Blumen. Ich habe mir schon eine Farbe rausgesucht, die so ungefähr an die Schmetterlinge rankommt. Ich könnte natürlich auch noch mal vorher gucken, ob das dann auch wirklich so stimmt. Aber ich vertraue mir jetzt einfach mal selber, dass ich da gerade richtig geguckt habe. Ich packe es mal hier unten hin. Embossed würde das bestimmt auch sehr schön aussehen, ne? Aber ich wollte ja was Schnelles machen. Und zwar habe ich mir Rosenrot rausgesucht und hatte mal geschaut, weil hier ist ja immer so ein bisschen im Deckel drin. Das passt eigentlich sehr gut zu den Schmetterlingen. Ich hoffe es. Man weiß ja nie. So, und ich hoffe, das ist auch noch, noch saftig genug. Das wäre jetzt auch schade. Nee, 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 nicht zusammenknallen. Wäre jetzt auch schade, wenn das Stempelkissen leer wäre. Ich glaube, habe ich für den Nachfüller? Das weiß ich gar nicht. Schauen wir mal. Mal versuchen hier ganz vorsichtig drauf zu gehen. Ah, das sieht ganz gut aus. Und jetzt, ich glaube, jetzt ist der Magnet hier im Weg. So. Einmal drüber. Und da haben wir unser Herz. Ich würde das fast so lassen. Mir gefällt diese Struktur hier drin, dass das nicht komplett ausgefüllt ist, ne? Wenn euch das stört, da geht ihr dann nochmal drüber. Aber ich finde das gerade schön. Die Farbe ist natürlich ein bisschen dunkler als die Schmetterlinge, aber das macht jetzt nichts. Das ist ein Rosaton. Das passt schon so. Da hätte ich was Helleres nehmen müssen. Aber na gut. Finde ich jetzt nicht weiter tragisch. So. Jetzt überlege ich gerade.
Ich klebe es mal noch nicht auf. Ich nehme mir mal das Designerpapier zur Hand und schneide mir jetzt hier mal ein paar Schmetterlinge aus. Und dann können wir das Ganze mal anordnen und dann vielleicht auch das Ganze höher setzen. So, ich habe mir jetzt mal 4 Stück ausgeschnitten. Und ich denke, ich werde das jetzt schon mal höher setzen. Da kommt kein Band drum, sondern ich würde es vorne direkt drauf machen. Also Nylongarn. Mal gucken. Ich denke, es wird was Neutrales werden. Ich würde jetzt nicht noch mit mehr Farbe rangehen. Reicht ja eigentlich schon. Ist ja schon genug rosa, ne? Da braucht man nie noch mehr. So. Und dann. Ich könnte noch ein paar weiße Schmettis, also Schmetterlinge mit dazu nehmen. Mit meiner Handstanze. Da kann ich ja ganz schnell kleine Schmetterlinge ausstanzen. Wäre vielleicht auch noch eine Idee. Man kann es natürlich aber auch so mit den großen lassen. Ein Spruch fehlt ja auch noch. Da habe ich hier noch ein Stückchen. Da hatte ich mir jetzt ein paar Sets rausgesucht. Vielleicht machen wir eine Dankeskarte drauf, draus. Oder, weiß ich nicht, eigentlich müsste man ja vielleicht wegen dem Herzen alles Liebe oder so nehmen. Aber eine Dankeskarte mit Herz ist eigentlich auch schön, ne? Danke, das ist doch schön. Guck mal. Danke, dass es dich gibt. Das ist doch. Der ist sehr lang. Aber der passt zu diesem Arrangement quasi. Das ist, ich danke dir. Das finde ich gut. Das nehme ich so. Dann werde ich mir den einmal mit ausstanzen. Den werde ich mir jetzt einmal stempeln. So wollte ich sagen. Und gleich mit ausschneiden, dass wir den auch dann gleich mit aufbringen. So. Danke, dass es dich gibt. Das passt doch. Das passt gut. Ich würde es in Schwarz machen. Ihr könnt es natürlich auch in einem Rosaton machen. Aber ich finde das ganz gut, wenn der Spruch ein bisschen anders ist. So. Ich hoffe, das ist so halbwegs gerade, was ich hier gemacht habe. Spruch hatte ich, glaube ich, schon mal verwendet, so wie es aussieht. Ich wüsste jetzt gar nicht, bei welcher Karte. So. Danke, dass es dich gibt. Der ist auch schön filigran. Das passt. Dann schneide ich da jetzt auch noch mal drumherum. So, einmal nur gerade drumherum geschnitten. Und den würde ich ganz gerne hier unten mit hinsetzen. Das gefällt mir ganz gut. Vielleicht ein Stückchen höher und dann hier das Nylongarn dahinter so ein bisschen zwirbeln. So war jetzt meine Idee. Die Schmetterlinge kommen dann gleich quasi als Deko mit drauf. So. Einmal die Punkte. Ich hoffe, das reicht. Machen wir mal lieber noch was hin. Sicher ist sicher. Ich habe immer. Naja, Angst nicht. Ich weiß ja, dass es dann nach einer Zeit durchhängt. Das finde ich dann irgendwie doof. So. Und ich brauche einen mehr für das Nylongarn. So. Nehmen wir mal weiß. Kann natürlich auch was Helleres nehmen, aber bleiben mal neutral. So. Schneiden wir hier mal. Beziehungsweise ich gucke erst mal. Eins, zwei. So, und jetzt das Ganze einmal hierher. Genau. Das ist schön. Sehr schön. Dreimal war zu viel. Okay, Nylongarn kann wieder weg. Und jetzt gucken wir uns mal die Schmetterlinge an. Kann man ja wieder so schön hochbiegen. Da kann man auch einen 3D-Punkt hintersetzen. Muss man aber nicht. Ich nehme mal beides. Ich nehme mal meinen Kleber und 3D-Punkte, die kleineren. Die sind nur 1 mm hoch. Die sind ja hier 2 mm hoch und die sind nur 1 mm hoch. Und da schauen wir mal, wie wir das Ganze hier anordnen. Aber da es ja nur 4 sind, ist das ja nur schnell gemacht, finde ich. Das ist wirklich fix. Das gefällt mir so ganz gut. Also werde ich die so auch
aufkleben. Mach mal den hier ein Stückchen höher. So. Den können wir so aufkleben. Dass alles ein bisschen Höhen und Tiefen hat, ne? Oh, hoppala. Plopp. So. Den machen wir auch höher. Der kommt ein bisschen weiter weg. Und der kommt hier noch mit ans Herz. Und den kleben wir auch so auf. So. Sehr schön. Und wenn die ein bisschen trockener hier sind, dann könnt ihr sie dann noch ein bisschen höher machen. So. Dann sehen sie noch mehr danach aus, als würden sie hier wegflattern. Nur vielleicht mal ein bisschen anders drehen. So. Ich hätte gern wieder Nuvos und Animal Dots kombiniert, aber ich glaube, ich bleibe heute nur bei meinen Nuvos, sonst hätte ich hier noch die Rosatöne mitgenommen. Machen wir beim anderen Mal. Und zwar finde ich den hier irgendwie sehr passend. Das ist, ein bisschen runterschütteln, Moment, das ist Raspberry Pink. Muss man auch genauso aussprechen, wie ich das tue. Und da würde ich jetzt hier auch wieder ein paar setzen wollen. Und dann wäre sie eigentlich schon soweit fertig. So, ihr Zauberschön, da ist das schnelle Kärtchen. Mir gefällt das so gut. Das harmoniert so gut zusammen. Dieses Herzenstempelset mit den Schmetterlingen dazu finde ich wirklich richtig, richtig klasse. Wie gesagt, man hätte ja auch noch kleinere Schmetterlinge dazu nehmen können, aber ich finde, das reicht an sich. Ihr seht ja, ich habe hier meine Nouveau-Straße noch und das füllt es noch so ein bisschen auf und macht es so ein bisschen verträumt, habe ich das Gefühl. Und diese Struktur vom Herz gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das fügt sich hier so ein bisschen mit ein. Also ich finde sie niedlich geworden. Wirklich sehr süß. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Selbstverständlich wünsche ich euch jetzt auch ganz viel Spaß beim Stöbern. Ich werde hoffentlich dabei sein. Schauen wir mal. Mal gucken, ob ich es schaffe. Und ja, ansonsten, wie immer, wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen, zauberschönen und sehr kreativen Tag. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!